So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Shadow of Tomb Raider. Wir haben in der Folge das Dorf San Juan erreicht und dort soll sich die Schatulle befinden. Aber wir haben erst einmal ein Grab erkundet und ich... Wollt ihr mich verarschen? Es ist euer... Achso, okay, ja gut. Hunderte haben sich von ihrem heidnischen Glauben losgesagt und den Lehren des Katholizismus zugewandt. Die Leute müssen zuerst die Sprache lernen, bevor wir sie in den Lehren unterweisen können. Außerdem sind die meisten von ihnen nicht wirklich aufgeschlossen, sondern wollen nur deshalb zum wahren Gott konvertieren, weil sie mögliche Konsequenzen fürchten. Aber das ist unwichtig. Alle Wege führen in Gottes Licht. Meine Überzeugung, dass wir diese armen, verlorenen Seelen retten werden, lässt mich ruhig schlafen. Auszug aus dem Tagebuch von Beltran, Ordinis Predicatorum. Genau. Ach, das mit Dietrichen nervt mich so sehr, ne? Halt die Frage, wenn da irgendwelche Ausrüstungsgegenstände sind oder irgendwelche Kostüme, Outfits, dann würde ich die einfach ja, beiseite lassen, weil ja, das ist dann die ganze Arbeit nicht unbedingt wert und ich möchte gerne hier hin zum Monolithen. Vielen herzlichen Dank dafür. Es ist manchmal wirklich schwer mit der Lara. Gucken wir uns das nochmal kurz an. Hier ist so Schuss, dass er einfach reißt, ne? Voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gottes Willen. Keine Pfeile mehr gehabt. Ach, hier bin ich. Ah, okay. Interessant. Nein. Ach komm, weil es so schön war. Machen wir es noch einmal. So, haben wir das auch jetzt geschafft. Oh, eine Schatzkarte. Der heilige Johannes war der letzte Apostel Jesu, der starb, und der einzige, dessen Leben nicht durch einen Märtyrertod oder Selbstmord endete. Als Verfasser von 5 Büchern des Neuen Testaments ist er der Schutzpatron der Theologen und Gelehrten. Durch sein langes Leben konnte er mehrere Schüler unterrichten, die seine Lehren nach seinem Tod fortführten und eine religiöse Denkrichtung begründeten, die bis heute Bestand hat. Reisefunktion habe ich noch nicht, oder? Kann ich die? Gehen wir mal ganz schön dorthin, weil da haben wir nämlich schon noch erlegt. Ah, ja, ich weiß. Komm noch nicht rein.
Ja. Sehe ich genauso. Ja. Finde ich auch nicht in Ordnung. Ich bin ja gespannt, ob wir nochmal so einen Horrorakt haben. Ich glaube es zwar nicht, aber der war schon echt cool. Sage ich jetzt, und wenn ich in der Situation bin, will ich es einfach gar nicht mehr haben. So. Ach, da oben haben wir das Dokument. Es gibt schon seit langem Gerüchte über, in Ermangelung einer besseren Bezeichnung, Monster in der Umgebung der Mission des heiligen Johannes. Die Einheimischen weigern sich, über diese Sichtungen zu sprechen. Sie werden missmutig, wenn man sie erwähnt, und eilen meist davon, um sich in ihren Häusern zu verstecken. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass diese Menschen nach ihrer Konvertierung erkennen werden, dass diese Monster nichts weiter sind als Aberglaube. Schatten, die im Lichte Gottes verblassen werden. Alles klar. Oh, geht jetzt rein in die gute Stube, ne? Weil es so schön war. Hey. Nein! Oh Gott. Nee. Kann doch schön werden, ne? Schlimm. Das ist beides. Was? Das sind zwei legendäre Bäume, die einander ergänzen. Während der Chichen-Baum eine Substanz absondert, die bei Berührung vergiftet, kann der Saft des Chaka-Baums dieses Gift neutralisieren, bevor es zu schweren Hautschädigungen führt. Das Faszinierende an diesen Bäumen ist, dass sie immer nah beieinander wachsen. Der Legende nach gab es einst zwei Kriegerprinzenbrüder, die bis zum Tod um die Liebe einer Frau kämpften und dabei starben. Eng umschlungen flehten sie die Götter um Vergebung an und sie wurde ihnen gewährt. Kinich, der Freundliche, wurde als heilender Chaka-Baum wiedergeboren, während Tisik, der Hass erfüllte, als giftiger Chichen-Baum zurückkehrte. Mhm. Bergkatakomben. Kann ich hier nicht keinen Wegpunkt setzen? Ja. Klingt nach Ärger. Das war nur Spaß, als ich gesagt habe, ich hätte gerne eine Horroreinlage. Wirklich. Wirklich. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, riecht wie faules Feuer. Schwefel. Da war es verlegt. Na, schön hier, nicht? So. Das war knapp, ne? Egal. No risk. No fun, ne? Geht's noch?
das? Gott. Die Jaxil sind auch hier? Oh nein. Oh nein. Zurück, oder? Warte mal, geh mal kurz. Gucken, ob wir da zurückkommen. Ja, okay. Dass hier Bäume wachsen, ne? Das sieht sehr mystisch aus. Müssen weiter hier rein. Boah, sieht das geil aus. Achso, okay. Muss ja auch erstmal hier checken, was sie von mir wollen. Easy Kid, alles klar. Ich brauche eine Explosion. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hier haben wir noch ein Dokument. Den Legenden der Maya zufolge wurzelt der Baum des Lebens, auch bekannt als Yashti, in der Unterwelt und wächst dann durch unsere Welt, bevor sich seine Äste schließlich bis ins Paradies erstrecken. Irgendwo in ihm versteckt sitzt Itztamye, ein Vogelgott, der angeblich sämtliche Geheimnisse der drei Existenzebenen kennt, durch die der Weltenbaum wächst. Das ist aber cool. Sterben, es ging die zu kämpfen. Und ist der Waffe mit der Villa. Boah, darauf war ich gerade gar nicht vorbereitet, dass auf einmal so ange. Oh, ich kriege die weiße Bewerber. Ah ja. Ach, da. Ich war gerade überhaupt nicht, ich war null drauf vorbereitet, dass auf einmal da um die Ecke kommt. Okay, ne? Haben wir. Okay, echt. Ja, das, ihr seht mich nie wieder. Einfach mal aus Reflex in den Tod gesprungen. Ich muss dorthin. Ich muss da. Okay. Kriegen das hin. Aber es wird echt cooler. Micha. Ich finde es bloß. Mich nicht. Ach so, ja.
Weg. Ah! Weg! Ich glaube, die können nicht. Können die springen? Oh fuck, die kommen jetzt hier von allen Seiten! Nein! Oh Gott. Oh Gott. Oh fuck, 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 fuck. Da. Ah, da. Jetzt haben wir mal. Oh Gott, wo? Wo? Aber, da kann ich halt überall. Oh, um Gottes Willen. Das war mir gerade nicht komplett. Ne? Meine Gebete wurden erhört, aber es war. Alter, lauf schneller und fluch nicht. Oh. Ja. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alter, ich höre hier. Boah, ich war so paranoid einfach nur. Von ihren Wurzeln in der Unterwelt, in der Fledermäuse hausen, wächst sie unaufhörlich empor. Ihr Stamm schützt das Reich der Menschen und ihre Zweige breiten sich über den nächtlichen Himmel aus. Das ist schön für einen Lebensbaum, ist mir aber egal. Will hier raus. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass sie irgendwie hinter mir sind. Primitive Skulptur eines Menschen. Ja, die hatten wir aber schon mal, die primitive Puppe. Ich brauche eine Explosion. Nee. Unmöglich. Ja. Ich kann nicht mehr tragen. Oh Gott. Auf diese Plattform. Es ist nicht mehr weit. Ich muss nur darauf. Ich muss auf diese Plattform. Die Geräusche machen einen wahnsinnig. Und man hängt auch schon wieder jemand ab. Wie mache ich das denn jetzt? Ja.
Na, bring mir ja nichts. Boah, die haben alle hier ganz schön Husten, ne? Können wir die auch die ganzen Dämpfe hier einatmen? Wie soll ich das denn jetzt hier machen? Ach hier, oder? Nee. So, ja, wenn ich schon das nicht gesehen habe. Ihr könnt ruhig ja sagen. Ja. Das scheint eine Art Primitiv. Das geht runter. Nee, guck mal, die Armen, die müssen auch drunter leiden, ne? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich bin tot. Ja. Es ist nicht mehr weit. Ich muss nur darauf. Ich muss auf diese Plattform. Toll. Dings habe ich aber. Ja, okay. Hä? Was war das denn jetzt? Ich muss auf diese Plattform. Keine Ahnung, was gerade gewesen ist, ne? Hä? Hä? Es ging doch vorhin.
Warum macht ihr das? Oh, Alter, was ist das denn jetzt? Och, nerv mich doch jetzt nicht, Lara. Hä? Ganze Zeit hat das funktioniert. Jetzt nicht mehr. Ach, Alter, komm. Steh auf, komm. Oh, lol. Lass mir danach! Ah. Oh, nein! Boah. Hat sie auch nicht anders verdient. Och Mann, ich hasse die Viecher. Die lad auch... Oh. Mann, Lara. Okay. Ja, wenn ich noch einmal hustet, wirklich, ne? Dann huste ich das selber was. Wo müssen wir denn hinklettern? Ach da, okay. Was für ein Zufall, dass es genau so perfekt liegt. Oh Gott, Halleluja. Gunst des Sonnengottes, sie sind sie im Kampf, dem Tod nahe, wird ja Gesundheit einmal sofort wiederhergestellt, wird zwischen Kämpfen erneuert, okay. Sehr schön, boah, Halleluja. Halleluja, wie komme ich jetzt hier raus? Boah, das war jetzt echt schon wieder ein kleines bisschen heavy. Aber nur ein kleines bisschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich mich jetzt hier rausbegebe. Und dann werden wir mal gucken, welche Aufgabe wir dann ja als nächstes in Angriff nehmen. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.